Warum habe ich mich regelrecht veräppelt gefühlt, als mir bei dem sowieso schon leichten God of War 3 bei den Quicktime-Events sogar die Belegung auf dem Controller angezeigt wurden, damit ich auch wirklich gar nichts mehr falsch machen konnte? Warum war ich so enttäuscht, als ich New Super Mario Bros. Wii nach ein paar wenigen Stunden durch hatte und nicht mal herausgefunden hatte, dass es einen Assist-Modus gibt? Und wieso war ich so geflasht und außerordentlich glücklich, als ich gemerkt habe, dass Breath of the Wild tatsächlich ein schwieriges Spiel war und einem die Gegner nicht mehr ein halbes Herz Schaden gemacht haben? Nur ich liebe schwere Spiele. Und eine ordentliche Herausforderung ist für mich essentiell, wenn es darum geht, sich mit einem Spiel so richtig auseinanderzusetzen und in diesem abzutauchen. Dieses unbeschreibliche Dark Souls-Gefühl, wie ich immer sage, ist etwas Besonderes und nichts kann einem ein vergleichbares Gefühl von Erfolg und eine Bestätigung geben, dass man ein geiler Typ ist. Ich möchte euch heute einmal genauer erklären, wieso Schwierigkeit in Spielen so eine Faszination auf mich hat und warum es mir so wichtig ist. Viel Spaß dabei! Vorweg möchte ich aber auch sagen, jeder ist anders. Jeder hat andere Beweggründe, ein Spiel zu daddeln. Jeder möchte etwas anderes von den Spielen vermittelt bekommen und es gibt halt so viele verschiedene Gamertypen. Und das ist gut so. Manche fallen nach einem harten Tag auf die Couch, möchten gerne abschalten und spielen einfach eine Runde Harvest Moon oder Stardew Valley. Andere gehen ins Discord und watscheln ein wenig in Azeroth rum oder spielen gerne storylastige Spiele sowie Tomb Raider oder Uncharted oder eben God of War und lassen sich einfach von den Cutscenes berieseln. Und da ist nichts verkehrt dran. Nur für mich ist das halt meistens nichts. Also ich spiele halt auch manchmal Spiele zum Entspannen. Thimbleweed Park macht mir gerade große Freude und auch Uncharted 4 habe ich ja genossen, außer diesen stupiden Ballerpassagen. Nur kommt das eben selten vor. In den meisten Fällen spiele ich tatsächlich sehr aktiv Videospiele. Ich bin voll dabei, möchte gern etwas tun und schaffen und verzehre mich deshalb nach aktivem Gameplay. Ich haue mich voll rein in die Games und gebe mein Bestes, möchte besser und besser werden und alles meistern, was mir die Entwickler entgegenstellen. Aber wie kann ich über mich hinauswachsen und mich da voll reinfuchsen, wenn das Spiel mich nie wirklich fordert? Wenn alles so vor sich hin plätschert und man jedes Level einfach so schafft und hat man das Level auch dann irgendwie genauso schnell wieder vergessen. Ratzfatz ist das Spiel vorbei und das war's dann. Ich habe einige Beispiele, die, denke ich, gut verdeutlichen, was ich genau meine. Aber selbstverständlich meine ich hier auch eine gut erstellte und wohl designte Schwierigkeit. Man darf Spiele nicht künstlich schwer machen, nur um einem Ruf gerecht zu werden, Dark Souls 2, ne? Und einen Horden an Gegnern gegenüberstellen oder den Bildschirm mit Projektilen vollballern und einem das Ausweichen irgendwie nur zum Glücksvorhaben machen. Auch darf Schwierigkeit nicht darin liegen, dass man einfach viel zu viel auswendig lernen muss oder das Spiel es nicht schafft, die Mechaniken oder Features spielerisch beizubringen. Overpowerte RPG-Bosse, für die man endlos grinden muss, Bosskämpfe, die einfach eine Stunde dauern. Es gibt viele Beispiele für eine unfaire oder schlecht designte Schwierigkeit. I Wanna Be The Guy gilt ja als ach so schweres Spiel. Dabei muss man es nur auswendig lernen. Natürlich erfordert es, genau wie Cuphead, trotzdem Geduld und eine gewisse spielerische Finesse. ROM-Hacks von Super Mario World machen die Runde, tricksen ein, aber auch oft nur mit diesen unsichtbaren Blöcken aus. Schwierigkeit muss darin liegen, dass dein Skill nicht ausreicht und du besser und besser werden musst. Und es jederzeit selber in den Händen hast, das Hindernis zu überwinden. Und das Spiel muss auch eine faire Lernkurve haben, wie es gerade die Indie-Perle Celeste perfekt vormacht. Und ich würde mal sagen, ich gebe auch mal ein paar Beispiele, die jetzt halt aufzeigen, was ich meine. Ich habe mir damals New Super Mario Bros. Aus der Videothek ausgeliehen. Das waren so Verleihstätten. Da konnte man sich in physischer, realer Form Filme und Spiele ausleihen. Also so Max Dome in echt quasi. Ich hatte mir das ganze Wochenende vorgenommen und mich irre gefreut. Ein Revival der alten Klassiker? Geil! 4 Stunden später war ich durch. Hatte auch fast alle Yoshi-Münzen gefunden. Waren ja nicht großartig versteckt und ich machte meine Wii wieder aus. Freitagabend, toll. Noch 2 Tage vom Wochenende über. Ich brachte das Spiel zurück und holte mir Mickey Epic. Das ist eine ganz andere Geschichte. Im Nachhinein dachte ich dann über meine Erfahrung nach und redete mit Leuten darüber. Sie erwähnten diese Stelle in der Eiswelt.
und ich fragte nach, welche Stelle, welches Level. Kurz danach musste ich erneut nachfragen und erneut. Ich hatte einfach die Level und die Abschnitte des Spiels nicht so vor Augen. Ich war nicht mit dem Spiel verschmolzen, weil es eben so vor sich hin plätscherte. Man spielte ein Level, dann das nächste und das nächste. In Erinnerung bleibt dabei aber nichts. Und jetzt mittlerweile ist New Super Mario Bros. Für mich einfach ein 2D-Jump'n'Run, was ich mal gespielt habe. Frag mich aber mal nach Passagen aus Shovel Knight, Rayman Legends, Cuphead, Donkey Kong Spielen, Sonic Adventure, Mega Man, Super Mario World, Yoshi's Island, Mario 64, Sunshine oder Galaxy. Mir kommen jetzt spontan so viele Level und Bereiche ins Gedächtnis. Ich weiß noch genau, wie verbissen ich das Musiklevel gesuchtet habe. An der Quickman Stage verzweifelt bin oder den Achterbahnboss nach 30 Versuchen besiegt habe. Es macht einfach so super viel Spaß, aus eigener Kraft heraus diese Hindernisse zu überwinden und sich zu freuen und oft auch erstmal wieder runterzukommen. Aber das erzeugt ein anderes Genre natürlich noch viel mehr. Das Dark Souls-Gefühl, sage ich immer. Aber was meine ich damit? Es ist dieser Zustand völliger Ekstase und Freude, aber auch Erleichterung. Nachdem man eben noch mit Adrenalin vollgepumpt, dem Tode in die Augen blickend, seine größte Herausforderung endlich nach unzähligen Versuchen und Toten überwunden hat. Dieser Moment, wenn ein Illidan nach Monaten von Raid-Abenden und Tausenden von Wiederbelebungen fällt. Der Augenblick, wenn der böse große Drachenälteste endlich humpelt, keiner aus der Gruppe mehr sterben darf oder Heilung dabei hat und nur noch euch und eurem Skill gegenübersteht. Er brüllt, er wird wütend und setzt den ganzen Platz unter Feuer, wehrt sich bis aufs Letzte und gerade wenn ihr denkt, er ist einfach unbesiegbar, erscheint der Bildschirm und es ist geschafft. Das Herz pocht wie verrückt, der Körper völlig aufgedreht und man fällt in ein Loch, weil so viel Last von einem fällt. Man atmet erst einmal durch, nachdem man einen Jubelschrei bis nach Frankreich ausgestoßen hatte und streicht sich erstmal über den Kopf, legt sich zurück und beruhigt sich. What bullshit! Yes, I did it! Oh my god, I was about to have the worst game rage. I'm not even kidding you. Und natürlich dieses eine Gefühl. Ich war alleine in der Welt von Lotra. Mein letztes Leuchtfeuer war unendlich weit weg entfernt. Und mich griffen Skelette von allen Seiten an. Ich kämpfte wie ein Löwe, schlug Gegner um Gegner nieder, war völlig außer Kräften, hatte keine Estus Flacon mehr dabei und sah vor mir nur weitere Horden von Gegnern. Um mich herum nur Tod und Gewalt. Und als ich dann das Leuchtfeuer um die Ecke erblickte, ich war so froh. Es fiel eine solche Last von mir ab. Ich setzte mich hin, braute mir erstmal einen Tee, also in echt, damit ich wieder den Mut fassen konnte, mich erneut von meinem ach so sicheren Feuerchen zu entfernen. Dieses Gefühl, diese Momente, die erzeugen nur Spiele, die einen ans Limit treiben. Sowas bleibt einem für immer in Erinnerung und verbindet einen mit diesen Spielen auf ewig. Und dieses Gefühl liebe ich. Und genauso finde ich es halt aber auch schade, wenn Spiele durch den geringen Schwierigkeitsgrad keinerlei Herausforderung bieten und mir so einfach keine Möglichkeit geben, mich mit dem Spiel zu verwurzeln. Ich hoffe, ich konnte ein wenig genauer darstellen, wieso ein guter und gerne auch hoher Schwierigkeitsgrad so wichtig für mich ist. Und mich das Gegenteil auch gerne einmal abturnt. Es ist nach wie vor nichts falsch, Spiele auch einfach mal auf easy zu spielen. Wie gesagt, ich will niemandem jetzt vorschreiben, wie er die Spiele spielen soll. Ich wollte nur einmal klarstellen, warum ich meistens die Spiele gerne auf schwer spiele und es mich ebenso stört, wenn ein Spiel einfach viel zu leicht ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr das Video teilt. Ne? Projekt 30.000, kleines Video für zwischendurch im Urlaub. Ich hoffe, ihr übersteht die Zeit bis zum März noch und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.